Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ghost Recon Phantoms und ich hoffe, ich kriege die Folge noch heute hochgeladen, weil heute ist tatsächlich Freitag und heute sollte auch die Folge kommen. Ich denke mal, aber ich schaffe das noch. Es ist jetzt 3 Uhr nachmittags und ich wollte eigentlich schon ein paar Stunden früher aufnehmen, weil ich bin ja auch immer einer von der schnellen Leute. Ich habe mich natürlich immer vorbereitet, auch mit den Folgen und sowas. Also da kannst du dir jetzt nicht beschweren. Doch, eigentlich schon. Ich habe mal wieder voll lange gewartet, aber ich wollte es halt irgendwie aktuell haben. Weiß nicht warum. Moment, warte. Ja, er hat eine Schlägerei gemacht. Gut. Aber ich habe ihn gar nicht getötet. Es war der andere. Es war der Astan. Aber heute waren irgendwie außerplanmäßige Wartungsarbeiten von Ubisoft. Was habe ich mir da gedacht? Was? Was soll das? Keine Ahnung. Die hatten aber irgendwie in letzter Zeit schon Probleme. Ich wollte irgendwie ein anderes Uplay-Spiel spielen. Ein Spiel auf Uplay. Und, das ging nicht, das hing irgendwie, bis ich mich bei Uplay angemeldet habe. Das war vorgestern gewesen und jetzt da hat sie, glaube ich, ein Update gemacht und jetzt haben sie wieder ein Update gemacht. Ich hoffe mal, dass jetzt wieder alles funktioniert bei denen, ne? Dass da jetzt auch wirklich alles so sein soll, wie es ist. Ich hoffe, das bleibt alles so, wie es ist. Geronimo! Geronimo! Wow! AK-200M, eine seltene Waffe, die ich nicht habe. Aber dafür habe ich eine Shotgun, wo ich gedacht habe, eigentlich, jupp, Shotgun, du und ich. Wir machen das jetzt hier auf Sapenna, eine enge Karte. Und wir wissen, wenn es eng ist, dann, ja, aber alles, was, egal. Alles, was ich jetzt sage, kann und wird gegen mich verwendet werden. Es wird nur gegen mich verwendet werden. Eng und schießen und so. Egal, egal. Ich hab gesehen. Alter! Oh, ich hab den nicht. Ah, Mann! Ich hab nicht gedacht, dass der eh auf dem Boden liegt. Ah. Da bin ich natürlich mit der Shotgun. Da hätte ich auch eh gar nichts ausrichten können. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, da hätte ich sagen können, zwar irgendwie hier La Peng. Aber, nee. Wäre ich für immer ein Kind geblieben, so wie Peter Pan. Wo ist der? Ganz unten. So. Ich glaube, da ist auch einer, der schon fast auf dem Punkt war. Ich das eben auf der Map gesehen habe. Ich hoffe mal, dass der im Tunnel weg ist. La Peng sagt, nö. Warum markiert La Peng sich selber? Weiß ich nicht. Ja, das bringt mit der Shotgun gar nichts, ich weiß. Aber irgendwas muss ich ja tun. So, da oben ist Jelle. Wenn ich jetzt auf den Punkt gehe und der geht aus dem Tunnel raus und macht mich dann fertig. Kaputt macht er mich, dann weiß ich, dann ist Auto doof. Ah, was mache ich denn? Ich könnte jetzt warten, bis ich wieder einen Blitz habe. Oh, Alter! Wer hat ihn denn jetzt weggeholt? Soll ich mal nachgucken, schnell? Jetzt ist da noch eine Granate hingeworfen worden. 6 Leute, ganz ehrlich, jetzt wird es langsam heikel. Ah, ja, der hat halt, ja, ich kann mit der Shotgun, also ganz ehrlich, Leute, ich wollte jetzt irgendwie Shotgun ein bisschen spielen, ich hatte Lust drauf, aber was nicht wird, wird nix. Wenn nix wird, wird. Nee, dann, das geht da nicht, ne, ganz ehrlich, dann kann ich nicht Shotgun spielen, wenn ich gar nicht nah genug an den Feind diesmal rankomme. Manchmal hast du halt irgendwie so, weil wir gerade am Ablosen sind, wären wir am Gewinn, glaube ich, und wir würden immer mal auf deren Seite sein, dann kämen wir auch schnell genug an den Feind heran. Aber im Moment sieht dem gar nicht so aus, als wäre als ob. Wenigstens habe ich den Schildtypi geholfen. Wow! Oh, oh, halt, Hilfe! Nein! Ah, ich wollte gerade loslaufen, weil ich gedacht habe, oh, da wirft der jetzt die Granate. Aber irgendwie war ich zu langsam, keine Ahnung. Der hat mir echt viel Damage gemacht, 150. Mann, wie viel Leben habe ich nochmal insgesamt? 180 jetzt. Ja, aber ich war halt angeschossen schon, beziehungsweise ich wurde ja halt getroffen, auch von dem Blitzer. Der alte Flitzer. Sieht so aus, als würden wir die erste Runde verlieren, ne? Aber das heißt doch nichts. Das, manchmal holt man dann noch auf. Dann kommt so die Überraschung und dann sagen die alle so, hä? Warum war Citrus? Warum passiert eigentlich. Warum, egal. Ne? Warum ist ein. Egal. Einmal habe ich ihn getroffen. Einmal. Der hat natürlich jetzt einen Shotgun gehabt. Und ich krieg einen Stern dafür, für diese Leistung. Ich habe 0 Eliminierungen gehabt. Nee. Oh, guck mal, der hat fast dieselbe KD wie ich. Nur andersrum.
Ich zeig einfach die. Ich klicke einfach ihn hier an. Dann denken alle, weil unten. Oh, 5-0, ja doch. Sah gar nicht so aus eben in dem Match, aber 5-0, okay. Der ist nicht einmal gestorben. Wie hat er das gemacht? War bestimmt der Sniper oben, oder? Sie alle rutschen. So. Machen wir das gleich selber wie vorher, weil das so erfolgreich war. Ja, ne? Ich würde schon sagen. Na, bitteschön, jetzt hat der Helimik. Das kann ja nicht wahr sein. Jetzt kommt, da kam auch schon wieder ein anderer angejumpt. Ich habe jetzt halt gedacht, was soll es bringen, wenn ich jetzt dem Blitzer entgegenrenne und wir fallen beide um und werden wahrscheinlich beide von den anderen jeweils Teammitgliedern erschossen. Deshalb habe ich gedacht, rennste lieber um dein Leben, weil der ist ja nicht schneller als du, ne? Also als ich, in dem Fall. Ich, du und ich und wir sind wir. Und wir sind, weiß ich nicht. Viele? Haha! Wir haben den Punkt. Das erste Mal in dieser Session. Wir hatten den Punkt. Das erste Mal in dieser Session. Die nehmen den schon wieder zurück, eigentlich. Nein, Schlawiner. Ja, ja, ich weiß ja, wo ihr sitzt, ihr zwei. Ja, scheiße. Scheiße! Mann! Ich bin aber auch noch nicht irgendwie eingespielt. Kann das sein? Wieso habe ich eigentlich null Eliminierung? Hat mir jemand vorhin den Kill geklaut? Ernsthaft? Der hat mir den Kill geklaut? Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ja, ich habe dort den erschossen, der auf dem Boden war. Nicht? Habe ich nicht mitbekommen. Kannst du mal sehen, wie ich aufpasse. So spiele ich heute auch. Ich bin irgendwie nicht eingespielt. Ich hatte irgendwie, keine Ahnung. Ich habe irgendwie die letzten zwei Tage nicht gespielt, glaube ich. Das war mein Fehler. Ja. Oder wir haben halt einfach irgendwie schwere Gegner. Ich keine Ahnung. Nachher war ich dann... Alter. Ich, zu Unrecht, wie ich finde. Zu Unrecht bin ich irgendwann mal General 4 geworden. Und man merkt schon... Die ziehen an. Die Gegner. Irgendwie. Ich weiß nicht. Keine Ahnung warum, aber irgendwie ist es so. Ich glaube, ich werde jetzt eh abgestuft, das weiß ich. Aber ich habe... Was war das denn? Ich habe... habe ich nämlich... Irgendwie, keine Ahnung, warum ich da aufgestiegen bin, das weiß ich einfach nicht. Aber irgendwie sind alle in dem Team nicht so dolle, oder? Nichts gegen euch, aber irgendwie reißen wir da nicht wirklich so die Glühbirne aus der Fassung, oder? Ich bin eher fassungslos, dass ich so abgerotzt werde. Und da ist es mir noch nicht mal die Shotgun, was hilft. Ich hätte jetzt wieder Blitz übrigens. Ja, machen wir, ne? Ich renne runter, ne? Und dann gucken wir einfach mal, was uns das bringen tut. Tut. Ja. Ich mache ihn hier hinten an, weil ich einfach keinen Plan habe, ob der auf dem U-Boot sterben wird oder nicht. Hauptsache, der kriegt aufs Maul. Wo ist er hin? Weg ist er. Ja toll, gleich kommt einer aus dem Tunnel und dann bin ich ist über die Kacke am Dampfen, oder? Sind alle gestorben? Nee, der eine hat eine Granate geworfen, Peter Pan, jawoll! Ah Mann, warum gucke ich auch raus, ganz ehrlich? Bin ich doof oder was? Warum sterbe ich immer? Habe ich mal wenigstens mal... Einen Kill habe ich, ja, verteilt. Oh, kritisch. Hast gesehen? Der kritische macht so viel Schaden wie der normale Schuss von den anderen. Ich habe drei Leute getroffen, Mann. Ah, wahrscheinlich der, wo ich auf ihn zugelaufen bin, ne? Der One, ja, genau. Den ich ja dann auch getötet habe, der hat mehr, wo ich auf ihn zugerannt bin, hat er noch zweimal auf mich geschossen, deshalb war ich schon leicht angeschlagen. Obwohl ich so viel Leben hatte, weil ich so oft gestorben bin. Ah, da-da-dam. Aber wir haben den Punkt. Fragt sich nur, echt, wie lange, ne? Und jetzt, meine lieben Freunde, gehe ich nach oben. Und gucke mal, ob ich jemanden sehe. Schießt da jemand auf mich? Ah! Ein potenzielles Opfer für mich. Aha, ich hab dich gesehen. Oh! Du kommst da nicht mehr mit weg. Was? Leck mich am Arsch! Ja, leckst mich! Hart, aber herzlich. Oh nein, ich konnte nicht schießen. Nee. Ich hab das auch gar nicht gecheckt. Ich hab so gedacht, hä? Was? Was war da? Was? Und dann war er auf einmal da, ne? Auf einmal war der da. Da kam er so angerannt.
Scheiße, hätte ich Blitz auch machen können? Ich dachte halt, ich könnte... Wir sind alle tot! Guck dir das an! Überall sind Totenköpfe! Was? Unser ganzes Team ist gestorben! Wir waren alle da und guck, die einen drei werden gerade noch wiederbelebt. Vier von uns waren schon vorher tot oder fünf. Sonst ergibt es nämlich keine Acht, wenn es nur drei waren. Und, wow! Wir wurden komplett einfach... Also, die haben uns richtig den Arsch aufgerissen. Das kannst du gar nicht anders nennen, ne? Als der aufgerissene Arsch. Das tut weh. Wow. Wow. Einfach, wow. Ich glaube, das habe ich selten erlebt, dass das komplette Team einfach richtig down war. Da fehlen mir ein bisschen die Worte. Ich hoffe, gleich werden denen auch die Worte fehlen, weil ich mit dem Blitz zu ihnen renne und ihnen die Zähne ausschlage und dann können sie gar nicht mehr reden, weil dann fehlen nicht nur die Worte, dann können sie die Worte gar nicht mehr aussprechen. Ja, so ist das. Auf Maul! 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 Wie viel er auch aushält, ne? Vielleicht... Ja, egal. Nee, wäre nicht egal. Doch, wäre egal gewesen. Der hätte mich so oder so getötet, aber wenigstens habe ich den einen bekommen. Manchmal sind ja diese komischen Bugs irgendwie, dass sie dann da stehen, ne? Und dann schießt du eigentlich auf die Leute, auf die Gegend, in die Richtung, wo die stehen. Aber, da liegen sie ja nicht, weil die liegen ja auf dem Boden. Du musst eigentlich auf den Boden schießen, wo sie stehen. Und das ist manchmal das Verwirrende an dieser Sache. Und fuck jetzt mich nicht ab, indem da oben einer im Raum ist oder was. Nein, es gibt keine Verlängerung, es gibt keine Verlängerung. Das bedeutet, wir haben die komplette Runde verloren. Das Positive ist, sie geht nicht so lange, ich kann sie schnell hochladen. Aber dass wir alle tot waren, spricht schon, glaube ich, Bände, ne? Boah, Aslan 92 hat entweder eine Platinkiste oder einen AHAA-Pass bekommen. Peter Pan hat eine Silberkiste. Und ja, ich kann einfach nur hoffen, dass es in der... Oh, eine Goldkiste. Ich kann nur hoffen, dass es... ich bin gesunken. Siehst du, ich war mal General 4. Ich kann nur hoffen, dass es in der nächsten Folge von Ghost Recon Phantoms besser wird. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.